ist nicht so, dass wir dir misstrauen. Aber auch nicht so, dass wir dir nicht misstrauen. So, als würden wir vertrauen, dass wir nicht vertrauen. Im Grunde einen Anti-Nicht-Misstrauen. Hä? Damit meint Jasmin, dass du vielleicht doch was gesagt hast. Also aus Versehen, ohne böse Absicht. Ja. Ich habe es nicht verraten. Wie oft muss ich das noch wiederholen? Was hast du, Benicio? Sag nichts, lass mich raten. Probleme im Paradies der Verliebten. Pass auf, Emilia. Erwähne dieses Thema nie wieder. Ach, nicht zu fassen, du Ärmster. Es hat Krach gegeben. Was fällt dir ein? Ich habe nie behauptet, ich hätte Krach mit Amber. Ich meine doch nicht dich, Benicio. Delphi und Pedro, tun sie dir nicht leid? Wir haben eine super Arbeit mit dem Video geleistet, oder? Wir haben nicht nur dafür gesorgt, dass die zwei an Beliebtheit einbüßen, sondern auch für Streit zwischen Delphi und Pedro. Mir fehlen die Worte. Wie weit wollt ihr noch gehen? Ehrlich, ihr wollt zulassen, dass sich ein Paar wegen eurem Video trennt? Teile und herrsche. Es gibt keine bessere Art, das Roller-Team zu vernichten. Der Rest ist nicht unser Problem. Das sehe ich anders. Und wenn ihr zwar ihnen nicht die Wahrheit sagt, mache ich es. Wenn dir dein Frieden wichtig ist, würde ich lieber den Mund halten. Ich habe keine Angst vor dir, Benicio. Solltest du aber. Du weißt nicht, wozu ich fähig bin, wenn du mir in die Quere kommst. Wie es aussieht, werde ich das wohl in ein paar Minuten rausfinden. Sieh zu, du Genie. Denk doch einfach mal... Leute, hört mal zu. Ich muss euch dringend was sagen. Emilia und Benicio haben das Video von euch beiden ins Netz gestellt. Was? Ich hab's dir gesagt. Warte, Pedro. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. So eine... Wie konntet ihr sowas tun? Das ist das Allerletzte. Ihr habt uns ruiniert. Danke, Ramiro. Ein toller Freund bist du. Freundschaft. Leute, ihr wisst noch nicht mal, was dieses Wort bedeutet. Das wird ein Nachspiel haben, Ramiro. Dass du in dein Team zurückgehst, ist eine Sache. Dass du uns verrätst, ist eine andere. Mach dich auf was gefasst. Ach, darf ich mal... Entschuldigung.